Das ist die Alma, Alma, das ist der Rainer, Rainer, das ist deine Schürze. Stimmt. Oh ja, oh ja. Ja. Schön. Ich fast vergessen. Hier assistiert keiner ohne unsere Schürze. Wir haben nämlich unten eine Bleikante eingenäht. Wenn Sie sich wundern, wenn er dann serviert, wird er wahrscheinlich so geben, dass so viel Blei unten ist. Nein, das ist jetzt ein Spaß. Wir werden ein bisschen ernster jetzt da hinter mir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gehen jetzt musikalisch fast 60 Jahre zurück. Peter Alexander hat damals einen Titel gesungen, der heißt Moderne Romanzen. Das war nicht einer seiner ganz großen Hits, aber das Lied wird mit den Jahren, finde ich, immer schöner. Moderne Romanzen, die jungen Leute sagen heute anders, die sagen wahrscheinlich Online-Stand oder so irgendwas, wie die heute sagen. Aber dieses Lied sagt uns auch heute noch, dass Modernsein nicht alles im Leben ist. Moderne Romanzen. Das sind sie, die modernen Romanzen. Das sind die Spiele, die viele erfreuen. Wer sie erlebt, die modernen Romanzen, der kann für Stunden sehr glücklich sein. Ich kenn so viele moderne Romanzen. Sie sind ein Feuer, das brennt. Hört man von fern schon ganz leise dazu ein Abschiedslied. Ich wünsch mir keine moderne Romanze, da bist grad du mir zu schade dafür. Und statt der kleinen modernen Romanze, ja, da erlebe ich das Wunder einer Liebe mit dir. Unser Jens am Saxophon. Und, Entschuldigung, ich kenne mich mit diesem Gitarrenzeug nicht aus einfach. Meine Damen und Herren.